Die politische Wende hat das Land Mecklenburg-Vorpommern noch vor 30 Jahren gemeistert. Aktuell wird an der Energiewende erfolgreich gearbeitet. Doch schon jetzt klopft die dritte Wende an die Tür, die Verkehrswende. Wie diese noch zu stemmen ist, darüber haben Branchenakteure und Experten auf Einladung der drei Unternehmerverbände am 24. Oktober in der Bushalle der Nahverkehr Schwerin GmbH diskutiert. Die Verkehrswende hat folgende Idee. Der Verkehr wird CO2-freier. Das hat zwei Facetten. Die eine ist, dass wir hoffentlich erreichen, dass Menschen häufiger öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Die Eisenbahn genau wie die Busse. Dafür muss man über die Attraktivität dieser Systeme nachdenken. Das tut man ja gerade im aktuellen Kontext des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung durchaus intensiver. Und die andere Facette ist, dass auch die Verkehre, die es weiterhin geben wird, nach Möglichkeit mit Antriebssystemen arbeiten, die gar kein CO2 mehr emittieren oder zumindest Stück für Stück weniger CO2. Der Branchentag der Unternehmerverbände stand im Zeichen der Zukunft. Schon jetzt ist klar, vor allem die Passagierbeförderung in den Städten soll künftig anders funktionieren als jetzt. Ein CO2-neutrales Fahren ist keine kühne Vision mehr, sondern ein ziemlich pragmatisches Ziel. Nun geht es um die entsprechende Technik und nicht zuletzt Investitionswilligkeit der Verkehrsbetriebe. Wir wollen unsere Busflotte bis 2026 umstellen auf Elektromobilität. Das wird ein Mix sein aus reinen Fahrzeugen, die über Batterietechnik und Ladetechnik verfügen. Aber auch das Thema Wasserstoff als Brennstoffzelle auf dem Fahrzeug, die dann wiederum Strom erzeugt und einen Elektromotor antreibt. Der Mix wird bis 2026 aus unserer Sicht realistisch umstellbar sein. Auf der Fläche steht der Nahverkehr vor einer neuen und gleichzeitig sehr alten Herausforderung. Es geht schlichtweg darum, dass die Menschen selbst in den entlegensten Orten problemlos von A nach B kommen sollen. Mit inbegriffen sind dabei auch gut funktionierende Anbindungen an die Autobahn und an den Schienenverkehr. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es eine Bedienung, jede Haltestelle 365 Tage im Jahr, 24 Stunden Anbindung an die Bahnhöfe. Und das heißt, wir haben also gezeigt, wie man das leisten kann. Was ich mir wünsche, ist, dass wir digitale Angebote an unsere Kunden ranbringen. Noch ist alles analog mit Anruf und dass wir auch CO2-neutral werden, sprich mit elektrischen Fahrzeugen. Die Unternehmerverbände Norddeutschland, Mecklenburg-Schwerin, Rostock-Mittleres Mecklenburg und Vorpommern halten die Verkehrswende im Land für durchaus umsetzbar, hieß es auf dem Branchentag. Visionen und konkrete Pläne gehen bereits Hand in Hand. Die Unternehmer selbst erkennen für eigene Betriebe immer neue Perspektiven. Also ich denke schon, dass die Unternehmer sehr optimistisch sind und hier ist ja einiges diskutiert worden, wo die technologische Entwicklung hingeht, ob das jetzt E-Mobilität ist, ob das andere Formen sind der Energiegewinnung und ich glaube, die Wirtschaft ist dafür aufgeschlossen. Letztendlich muss die Wirtschaft sich auch der CO2-Einsparung entsprechend stellen und dazu ist sie auch bereit. Ob völlig autonom, voll elektrisch, mit Wasserstoff oder irgendwie kombiniert, der Verkehr in den kommenden Jahren wird in MV sicherlich ganz anders laufen als jetzt. Die Herausforderung Verkehrswende muss also gemeinsam gemeistert werden, denn schließlich sind wir in MV seit mindestens 30 Jahren ziemlich wendeerfahren.